Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du gerne? Diese Entscheidung wurde für manche Promis abgenommen, denn wenn ein Tier neu entdeckt wird, braucht es einen Namen. Was bietet sich also besser an als die von Promis? Welche Tiere das sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Die Namensgebung von neu entdeckten Tieren hängt stark von dem Entdecker ab. Was dabei rauskommt, das erfahrt ihr jetzt. Wie könnte man zum Beispiel eine Wassermilbe, die in 70 Meter Tiefe gefunden wurde, nennen? Keine Ahnung, wie wäre es mit Jennifer Lopez? Die Literatina Lopeze wurde in einer Tiefe entdeckt, in der man zuvor noch keine Milbe dieser Art entdeckt hatte. Und da der Forscher bei seiner Forschung des Öfteren Jennifer Lopez gehört hatte und ihre Songs für gute Laune gesorgt hatten, benannte er als Dank dafür die Milbe nach der Popsängerin. Tatsächlich scheint der Name von Sängern und Sängerinnen sehr beliebt zu sein. Auch Shakira hat einen Platz in der Tierwelt bekommen. Der Parasit, die Shakira-Wespe, befällt andere Tiere, um sie dann zu fressen. Ist ein anderes Tier befallen, krümmt es sich angeblich so, als würde Shakira Bauch tanzen. Tja, und auch Beyoncé bekommt ein Tier zugeteilt. Der Finder der Beyoncé Fund sagte, dass die Fliege ihn aufgrund des auffälligen Hinterteils an die Popsängerin erinnerte. Naja, so ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Auch die David Bowie-Spinne hat eine wirklich sehr interessante Geschichte zu erzählen, denn sie wurde anders als alle anderen Tiere in diesem Video nicht in der freien Wildbahn entdeckt. Nein, der Leiter der Spinnenabteilung im Frankfurter Senckenberg-Museum entdeckte 2008 das Exemplar, in dem ein Mann ihn darum bat, seine Spinne zu identifizieren. Der 13 cm große David Bowie sorgte zudem für Aufmerksamkeit, nachdem das männliche Exemplar nach dem Zeugen der Spinnenbabys das Weibchen tötete. Denn üblicherweise tötet das Weibchen das Männchen. Naja, in Malaysia herrschen anscheinend andere Regeln. Denn da kommt die David Bowie Spinne ursprünglich her. Als Terminator ist Arnold Schwarzenegger in Erinnerung geblieben. Sein maschinenartiger Körper trug auch zur Namensgebung eines Käfers bei. Die Oberschenkel des Agra Schwarzeneggeris erinnern stark an Arnis beste Zeiten als Bodybuilder. Doch auch Staatsoberhäupter haben ihre Namensvetter in der Tierwelt bekommen. Ein ziemlich markanter Name trägt ein Käfer. Der Anophthalmus hitleri dringt in fremde Höhlen ein und macht dort Jagd auf andere Insekten. Fast wie die Nazis in Europa, mit dem Unterschied, dass diese keine Jagd auf Insekten gemacht hatten, sondern auf Juden. Und dass das wesentlich grausamer ist als dieser Käfer, sollte allen klar sein. Doch man darf das Insekt auch nicht umbenennen, denn ist ein Tier einmal benannt, wird es für immer diesen Namen tragen. Obwohl der Name wohl eher gewählt wurde, weil der Finder ein eisiger Hitler-Fan war, passt ein weiteres Merkmal des 1937 in Slowenien entdeckten Käfer zu dem Namen. Der Hitler-Käfer ist braun. Wenn er jetzt noch einen leichten Touch nach rechts hätte, hätten wir ein Maskottchen für die AfD. Doch auch die nachfolgende Motte kann sich nicht gerade über ihren Namen freuen. Und doch ist der Name einfach passend, wenn man die Haare der Motte mit dem derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vergleicht. Denn die haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit denen Donald Trumps. Es gibt jedoch einen bedeutenden Unterschied. Die Neopalapa Donald Trumpy hat wahrscheinlich mehr Grips als der menschliche Namensvetter. Der letzte Namensgeber war der erste schwarze Präsident von Amerika. Und nach ihm ist nicht nur ein Tier benannt. Mit exakt 9 Tierarten teilt er seinen Namen. Darunter fallen der Obama-Faulvogel, mehrere Fische, die Aptoschios baragobami, eine Spinnenart und der Haarwurm Paragordius obama. Es ist echt eine interessante Weise, so verewigt zu werden. Solange es diese Tiere gibt, so lange werden auch diese Stars, die für deren Namen herhalten mussten, nicht vergessen. Es sollte also auch diesen Promis wichtig sein, dass keine Lebensräume zerstört werden. Denn am Ende werden auch diese wundervollen Tiere von unserem Planeten verschwinden. Obama geht damit Paradebeispiel vorneweg. Doch Donald Trump könnte von ihm noch so einiges lernen. Das war's mit dem Video. Hat es dir gefallen? Dann zerstör den Like-Button. Vielen Dank und damit keep green, dein Green World Facts TV.